Peter Hane ist wahrscheinlich die Person, die es geschafft hat, ARD, ZDF und auch die Regierung so hart zu kritisieren wie wenig andere, ohne in eine Ecke gestellt zu werden, wie es bei vielen anderen passiert. Ich glaube, hat auch was damit zu tun, dass er eine wahre Koryphäe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist bzw. war und dass sie bei ihm, ja, es wäre fast schon Richtung Majestätsbeleidigung, ihn anzugehen und sie würden sich damit echt Probleme schaffen. Und er erlebt gerade, wie er selbst sagt, seinen fünften Frühling. In diesem Video geht es um ein sehr aktuelles Interview von ihm. Ein sehr langes Interview, also 150 Minuten lang. Ich habe euch ein paar Clips rausgeholt. Danach könnt ihr entscheiden, ist das was für euch, ist das nicht für, nichts für euch. Hat ganz verschiedene Themen. Die Sachen sind chronologisch, also könnt ihr selbst gucken, okay, ich fand es erst ab der Mitte interessant, dann springt da etwas später rein. Und wir fangen damit an, warum er bei den Jugendlichen gut ankommt, aber bei den Linken, manchmal bei den Lehrkräften, manchmal nicht, wovon viele linksgrün geprägt sind. Nicht alle, habe ich auch schon ganz verschiedene kennengelernt. Wir hören einmal den ersten kurzen Clip rein. Sind Sie der, der gesagt hat, Gendern ist was für Schwachsinnige? Das ist ja geil. Sie sind der Held in unserer Schule, nur die Lehrer, die hassen Sie. Die Jugend, aber nicht nur die Jugend, will Klartext. Sie haben keine Lust mehr auf das Rumgerede und das muss so gesagt werden, so gesagt werden. Sie laufen überall auf Eierschalen und meistens wegen Leuten, die zahlenmäßig nur ganz, ganz kleine Gruppen sind. Ne? Und sind ja selbst an einem Punkt, wo sie sagen, hey, wo soll ich denn Halt bekommen? Wo soll ich Halt bekommen? Jetzt muss ich das machen, jetzt soll ich das machen. Und dann kommen Leute wie Peter Hane und sagen einfach mal Klartext. Ne? Und sagen, gendern, wofür? Ja? Wenn die Leute nicht mal sagen können, was genau eine Frau ist, können sie nicht verlangen, dass du Leute genau so und so ansprichst. Da kommen so viele Fragen mit. Aber er spricht eben vor allen Dingen aus den Sachen, die er erlebt und die ihn beschäftigen und steigt ein mit einem sehr, sehr krassen Beispiel von einer sehr gut gekleideten Frau, die ihn sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Und ich hatte echt keine Lust, mich zu unterhalten und denke, ach, jetzt will die auch noch irgendwas. Und der Hane, sie sind so großartig, denn das ist ja die Lifter-Generation, die mich aus dem ZDF kennt. Nein, diese wirklich gut gekleidete Frau guckt auf meine Einkaufstaschen und sagt leise, haben Sie Pfandflaschen für mich? Und ich habe nah am Wasser gebaut. Da habe ich geheult. Ich habe der 50 Euro in die Hand gedrückt und bin sofort gegangen, weil das alles so peinlich war. Das sind die Sachen, die einen bewegen. Das sind auch Sachen, die mich bewegen, obwohl ich natürlich viele Prozesse, wie er sie erlebt hat, nicht im Ansatz miterlebt habe. Und trotzdem sehe ich, wie die Generation, die dieses Deutschland, nicht dieses, das Deutschland von vor 10, 15 Jahren aufgebaut hat, zerstört wurde in nur 10 Jahren. Und ich sehe, wie die, die hart gearbeitet haben, die diesen Wohlstand erarbeitet haben, diese Freiheiten erarbeitet haben, drangsaliert werden. Drangsaliert werden, indem man ihnen alles wegnimmt, indem man sie um eine ganz, ganz Menge, ganze Menge an Geld betrügt. Ja, und sie links liegen lässt für neue Leute, die eventuell Fachkräfte werden könnten, aber schon von Anfang an schon Fachkräfte genannt werden. Und man den einen den Hintern pudert, während man den anderen weiter besteuert, weiter fertig macht. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem in Bezug auf soziale Spannung. Das ist ein Riesenproblem in Bezug auf Gerechtigkeit. Denn das, was momentan passiert, ist kein Sozialstaat. Das ist ein Asozialstaat. Denn die, die eingezahlt haben, die kriegen teilweise nicht die Versorgung, für die sie eingezahlt haben. Es ist im Endeffekt eigentlich Versicherungsbetrug. Ja, weil es ist ja eine Sozialversicherung. Es ist eine Katastrophe, was da passiert. Und er spricht eben auch an, wie Leute diffamiert werden, sobald sie eine andere Meinung haben, sobald sie Sachen ansprechen, und nimmt das Beispiel Roland Tichy und spricht auch da super klar an, ey, das läuft so nicht, das kann doch nicht wahr sein. Also zum Beispiel Roland Tichy war bei mir oft in der Sendung, es war ja einer der anerkanntesten Wirtschaftsjournalisten. Nicht wahr? Jetzt ist denen erst eingefallen, dass der rechts ist. Dann, aber das meine ich, das ist dann ja, plötzlich es, irgendwie so, ja, jeder kriegt ja irre. Diesen Stempel. Also natürlich, also ich meine, sagen wir mal so, ich versuche immer allem was Positives abzugewinnen. Die Inflationierung des Begriffes rechts oder sogar Nazi ist so himmelschreiend, dass es schon gar keine Wirkung mehr hat.
Es ist so erschreckend zu sehen, du kannst jahrelang, jahrzehntelang sehr, sehr gute Arbeit machen, aber dann kommen irgendwelche Fanatiker an die Macht und stempeln dich plötzlich irgendwo ab. Und du denkst dir, hey, ich habe mich doch gar nicht verändert, warum bin ich denn heute rechtsextrem, war es aber vor 10 Jahren nicht. Das sehen wir ja auch an, ja, gerade am Parteiprogramm. Wenn wir das heutige Parteiprogramm zum Beispiel von der Alternative für Deutschland lesen, und zwar einfach mal mit einer neutralen Brille lesen und mit der CDU, CSU von vor 20 Jahren vergleichen, vor 25 Jahren, dann haben wir eine fast komplette Übereinstimmung. Und das ist eben das, was passiert, wenn die ganze Gesellschaft, die ganze Politik nach links driftet, sind die Leute, die früher konservativ waren, plötzlich rechtsextrem. Ja, wenn du hier stehen bleibst, in der gesellschaftlichen Mitte, aber die ganze Gesellschaft wird durch Medien, aber auch durch verschiedene andere Faktoren immer weiter links geprägt, auch in der Wahrnehmung links geprägt, du kannst die ganze Zeit stehen geblieben sein. Du bist plötzlich rechtsextrem. Und das ist genau das, was gerade passiert. Und das ermöglicht natürlich den Raum für Diffamierung, die in keinster Weise zu rechtfertigen ist, aber die es leider immer wieder gibt. Und auch das spricht der Herr Hane in diesem Podcast oder Interview sehr, sehr deutlich an und sagt, ey, es kann doch nicht sein, dass diese Klimasekte uns einfach die ganze Zeit in irgendwelche Ecken stellt. Und das Bedauerliche ist, dass sie dadurch die katastrophalen Umstände und Zustände ab 1933 komplett verharmlosen. Diejenigen, die heute von Nazis und Rechtsextremen sprechen, verniedlichen damit den Nationalsozialismus und den Holocaust. Denn wenn das, was wir beiden machen, rechtsradikal wäre, ja, dann wäre doch Adolf die Harmlosigkeit in Person. Wir verniedlichen dadurch, indem jetzt einer, der sagt, ich will mit dieser Klimasekte nicht Deutschland kaputt machen, was wir ja gegenwärtig machen, das hat doch mit Nazi nichts zu tun. Es ist einfach krass, wenn man drüber nachdenkt, aber es ist genau das, wie er sagt. Plötzlich ist das Reden mit Bekannten, plötzlich ist das Reden, auch der Austausch ohne irgendwelchen Hass oder sonstiges, plötzlich ist das schon rechtsradikal. Und damit passiert es tatsächlich so, dass mit diesen Wörtern einfach um sich geschmissen wird und irgendwann, das hat die Frau Wagenknecht auch schon angesprochen, wird einfach jeder damit genannt, oh, Nazi, 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 Feenstaub, Feenstaub, Nazi. Ja, und das ist das, was momentan passiert und das ist fatal, weil dadurch wird genau diese Zeit verharmlost, wovon die alle sagen, nie wieder ist jetzt. Aber da sehen wir eben auch den Bildungsnotstand, der auch bei der Elterngeneration teilweise da ist, wo die dann sagen, nie wieder ist jetzt. Und ja, ich denke, dann guck doch mal her, guck doch mal, ob die NSDAP eine rechte oder linke Partei war. Guck doch mal die sozialistischen Ausrichtungen, die da waren. Guck mal die Planwirtschaft und guck mal viele andere Sachen. Überleg mal, nie wieder ist jetzt bedeutet, wähl anders, nicht wähl grün. Ja, das ist halt das, was halt nicht angesprochen wird oder wo auch nicht drüber gesprochen werden darf und wo natürlich die Rückendeckung von ARD, ZDF und Co. eine riesige Rolle spielt. Ja. Aber diese Rolle ist genau das, was auch angesprochen wird. Und zwar mit Peter Hane, mit einem erfahrenen Journalisten, der ganz klar sagt, der Journalismus ist tot. Der Journalismus, wie es ihn gab, der ist in den letzten 15 Jahren aufgrund der Dreistigkeit einiger Berichte und so weiter einfach gestorben. Wirklich gestorben. Und da haben Sie die drei Grundpfeiler des Journalismus. Das ist Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Wenn eines dieser drei fehlt, bricht alles zusammen. Also ein Stuhl kann nur auf drei Beinen stehen, aber nicht auf zwei. Das heißt, heute ist ja das Vertrauen abhanden gekommen. Deswegen können die Medien machen, was sie wollen. Das glaubt sowieso keiner mehr. Ich schreibe ja hier immerhin als einer, der das ja 50 Jahre gemacht hat. Diese drei Aspekte zu definieren ist einfach überragend. Also Kompetenz kann man nicht beurteilen, weil Kompetenz ein zu großer Bereich ist. Es kann ja allein die Bearbeitung von Sachen oder die Art und Weise, Fragen zu stellen sein. Die Kompetenz würde ich tatsächlich nicht in Frage stellen bei vielen Journalisten. Was ich in Frage stelle, ist zum einen die Glaubwürdigkeit und zum anderen das Vertrauen. Das Vertrauen ist weg, das ist komplett wegerodiert. Spätestens 2021, 2022 und mit dem jetzigen Aufdecken durch die RKI-Files wurde immens viel Vertrauen wegerodiert. Und momentan versuchen sie irgendwie das Ruder rumzureißen, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Und die Glaubwürdigkeit
weil es aufgrund der stark selektiven Berichterstattung, der stark selektiven Talkshows überhaupt nicht mehr gegeben. Also wenn ich mir die Kommentare anlese, wenn ich die Gäste angucke und so weiter, die Glaubwürdigkeit ist aufgrund der nicht vorhandenen Vielfalt überhaupt nicht gegeben. Es gibt keine Vielfalt. Es gibt nur links, linksradikal und weniger links. Aber es gibt nicht Mitte, es gibt nicht konservativ, ja, es gibt nicht, nicht rechts. Und ich finde es gut, dass rechtsradikal nicht im Fernsehen kommt. Ich finde es gut, dass linksradikal nicht im Fernsehen kommt. Und ich finde es gut, dass islamistisch nicht im Fernsehen kommt. Aber das muss halt in alle Richtungen gehen. Aber Linksextremismus ist teilweise im Fernsehen kein Problem auszusprechen. Und dann spricht er noch einen Punkt an. Und das finde ich so erschreckend, dass man sowas nicht mehr aussprechen darf. Aber er begründet es eben, und das ist auch das, was Thilo Sarrazin und Co. Auch überdeutlich gesagt haben, wir haben ein Problem, ein auftauchendes Problem mit Antisemitismus, der vor allen Dingen deshalb kommt, weil wir nicht bereit sind zu sagen, nein, manche Leute dürfen hier nicht reinkommen. Henrik Kissinger, zu dem kann man stehen, wie man will, gesagt, das Schlimmste an Deutschland ist die Öffnung der Grenzen 2015 und die Schwemme von Antisemitismus und alles, was damit gekommen ist, Gewalt und was wir alles haben, was wir ja verschleiern, was dauernd verschleiert wird. Wobei man das auch nicht pauschal sagt. Natürlich nicht pauschal, aber pauschal kann man gar nicht sagen. Nur die Statistik ist ja eindeutig. Also hätte man die Grenzen zugelassen, hätten wir vieles, was wir heute haben, nicht. Dieses ständige Verschleiern oder drumherum reden oder jetzt schnell einbürgern, dann ist das nicht mehr in den Daten drin oder was auch immer, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, da muss drüber gesprochen werden. Warum? Weil es Leute gibt, die darunter leiden, weil sie mitstigmatisiert werden. Und das ist eins der Hauptprobleme. Man sagt, wir dürfen nicht darüber reden, das führt zu Stigmatisierung. Was zur Stigmatisierung führt, ist, wenn Leute das wahrnehmen und es nicht drüber gesprochen wird. Wenn man, ich nehme mal mich als Beispiel, wenn ich in der Schule bin, ja, und ich habe dann einen gewissen Stamm an Leuten, wo ich weiß, bei den Namen habe ich einfach die Erfahrung gemacht, die stören öfters. Ja? Und das ist zum Beispiel ein Name, der nie vorkommt bei Störungen, bisher jedenfalls, ist Paul. Gab es einfach noch nie bei Störungen. Ein Name von einer Person, die fast immer frech ist, fast immer frech, aber eigentlich nicht übergriffig, ist Felix. Also das ist ein Name, einfach aufgrund meiner Erfahrung mit Schulklassen. Felix ist irgendwie immer der Freche. Ich weiß nicht, ob das am Namen liegt oder was auch immer. Aber ich kann eben auch sagen, dass in 60-70% der Fälle, wenn ich einen Mohammed in der Klasse habe, weiß ich, dass der einen Machtkampf sucht. Das heißt nicht, dass alle Mohammeds so sind, auf keinen Fall. Ich kenne ganz wunderbare und auch die, die einen Machtkampf gesucht haben, ganz, ganz wunderbare Kinder zum Teil dabei. Aber ich weiß eben aus meiner Erfahrung heraus, okay, da muss ich tendenziell eher vorsichtig sein oder da muss ich Sachen anders ansprechen oder Sachen anders vorbereiten. Das weiß ich aus meiner Erfahrung heraus. Wenn ich das aber totschweige und dann immer nur drum rumreden muss, dann kann ich mich nicht drauf vorbereiten, dann kann ich die Ursache nicht bekämpfen und das passiert in Deutschland. Wir dürfen über nichts mehr reden, was nicht einem gewissen Bild entspricht. Und dadurch können wir Sachen tatsächlich auch nicht bearbeiten. Wir werden die Probleme nicht lösen können, bis wir lernen, offen darüber zu sprechen. Und dazu gehören eben auch sexuelle Übergriffe an Silvester. Dazu gehören eben auch überwiegende Messerattacken aus gewissen Bevölkerungsgruppen oder Glaubensgruppen oder was auch immer. Man muss darüber sprechen. Ansonsten kommt es eben zu einem, zu öffentlichem Hass und Spaltung, worunter dann die Leute leiden, die nicht so sind, ja, weil sie dann mit in dieses Raster reinfallen. Das ist halt das Problem, wenn man halt alles totschweigt. Probleme verschwinden nicht, wenn man sie totschweigt. Sie verschwinden nur aus der öffentlichen Wahrnehmung, aber nicht aus der privaten Wahrnehmung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und dann spricht er im Laufe des Interviews ganz, ganz tolle Sachen, kommen noch, also wirklich sehr empfehlenswert, ist unten in der Videobeschreibung. Er spricht auch über die, ja, im Endeffekt fast schon Lobbyismus im Staat und Selbstkontrolle. Später kommt noch eine Abrechnung mit dem Russlandkrieg, warum es plötzlich gute Bomben sind, wenn sie auf die Russen geworfen sind und so weiter. Und fangen damit an, dass der Staat sich immer mehr selbst kontrolliert, statt externe, neutrale Prüfungen zu haben. Das heißt,
die Kontrolleure kontrollieren sich selbst, beziehungsweise die Täter kontrollieren sich. Das ist ein Paradebeispiel, wie es zurzeit läuft in unserem Land. Das ist auf allen Gebieten. Warum wird denn Corona nicht aufgedeckt? Weil sie natürlich alle wissen, dass wenn die Wahrheit rauskommt, dann können die eigentlich alle gehen. Das ist ja so, wie das bei Pharmakonzernen die Studien oftmals im eigenen Haus bezahlt werden. So. Ja, die Täter kontrollieren sich selbst. Das haben wir ja gerade während Corona gesehen. Und deshalb müsste man eigentlich einen völlig unabhängigen Corona-Ausschuss haben und nicht irgendeinen Expertenrat. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht mehr, wer drin ist. Konnte ich nicht herausfinden, aber vielleicht habe ich auch nicht mehr gesucht. Wenn du es weißt, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Die Täter kontrollieren sich selbst. Das heißt, am Ende des Tages, du musst nur genug Täter reinholen, dann kommst du schon straffrei raus. Das ist höchst fatal. Und es ist tatsächlich so, dass die Bevölkerung es auch nicht merkt, weil natürlich dieser riesige Medienapparat viele Sachen eben auch verschleiert oder anders darstellt oder was auch immer. Und das ist so katastrophal zum Teil. Ich habe mir jetzt heute nochmal ein Video angeguckt vom ZDF in Bezug auf verschiedene Sachen, in Bezug auf Wohlstand und Wachstum und so weiter, kommt die Tage ein Video zu. Katastrophe. Ja? Und die Leute glauben es, weil die Leute nicht bereit sind, selbst zu denken. Weil die Leute teilweise wirklich noch Vertrauen haben in die Medien. Und dann spricht er eben auch an, ey, die dümmsten Kälber, die schlachten sich selbst, beziehungsweise suchen sich den Schlechter selbst aus. Auch da hören wir kurz rein mit dem Beispiel Berlin. Wenn ich mir manchmal jetzt auch die Wahlergebnisse und sowas angucke, da denke ich, du liebes bisschen, die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Also in Berlin hat sich überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, ist noch viel schlimmer geworden. Die Stadt wird zugrunde gerichtet. Ja, die Leute haben den Mist am Dampfen, ja, merken, ah, hier weiß ich nicht, was nehmen wir für ein Beispiel, Statistiken zeigen überhöhte Migrations- oder erhöhter Anteil von Gewaltbereitschaft unter Migrierten. Ja, erstmal eine Demo gegen rechts. Ja, Flüchtlingsheim kommt hier um die Ecke, erstmal eine Demo gegen rechts. Oh, die Wirtschaft fährt vor die Wand, oh, die AfD ist schuld, erstmal eine Demo gegen rechts. Das sind einfach so Sachen, wo ich sage, manche Leute, weiß ich nicht, vielleicht brauchen die betreutes Denken, aber sie sollten vielleicht überlegen, von wem sie ihr Denken betreuen lassen. Und das meine ich nicht mehr böse, sondern es ist einfach so, dass man irgendwann an den Punkt kommen muss, zu sagen, okay, hier verändert sich gerade das Stadtbild, hier verändert sich gerade der Wind in der Gesellschaft, vielleicht muss ich mal überdenken, wen ich bei der nächsten Wahl wähle. Und ansonsten steht es halt irgendwann mit dem Ergebnis da und es hat dann auch keiner Mitleid. Also ich habe mit vielem, was passiert, kein Mitleid mit denen, die es gewählt haben, weil es kein Geheimnis ist, was die machen wollten. Dass wir jetzt ein Wirtschaftswachstum von null haben im Endeffekt, ist kein Geheimnis. Und die Grünen gewählt haben, die dürfen sich bei mir nicht über die wirtschaftliche Lage beschweren. Weil ich ganz klar sage, weißt du, wen du gewählt hast? Weißt du, was die gesagt haben? Natürlich, ja, haben sie auch in vielen Punkten nicht die Wahrheit gesagt. Ne? Sie sagen, kein Krieg und sind die an der vordersten Front Sachen einfordern. Aber in vielen Punkten war es transparent, was sie gesagt haben. Ne? Und haben es einfach radikal umgesetzt. Und dann geht es noch zum Abschluss, letzter Clip, um gute Bomben und schlechte Bomben. Weil wir bedauerlicherweise in einer Welt leben, wo Lügen, Heuchelei und Sonstiges bei manchen Jobbereichen oder bei manchen Jobs, wie zum Beispiel Politikern, scheinbar einfach kein Scham mehr auslösen. Einfach pure Heuchelei. Aufregen hilft ja auch nicht. Ne? Und die Staatengemeinschaft hat Streubomben geächtet. Jetzt hat man die Streubomben umbenannt mit irgendeinem englischen Wort, fällt mir jetzt nicht ein. Und jetzt sind es ja plötzlich laut Biden, Familie Biden ist ja auch ähnlich wie diese vierfachnamige Waffenlobbyistin in Deutschland, ja schwer verstrickt in die ganzen Waffengeschäfte. Ja, jetzt sind es ja gute Streubomben, weil es trifft ja die Russen. Plötzlich sind es gute Bomben, kurz umbenannt. Und auf die richtigen geworfen. Und das ist eben das, was eine Tendenz ist, die in den letzten Jahren so viel stärker geworden ist. Es geht nicht mehr darum, was. Es geht darum, gegen wen. Das ist fatal. Es geht nicht darum, dass Bomben geworfen werden. Es geht darum, gegen wen. Ach, gegen die ist okay, gegen die ist nicht okay.
Ja, Diffamierung, gegen die ist okay, gegen die ist nicht okay. Beleidigung, gegen die ist okay, gegen die ist nicht okay. Es geht nicht mehr darum, was ist richtig oder was ist falsch. Es geht darum, wen halte ich für richtig und wen halte ich für falsch und gegen das Falsche darf ich machen, was ich möchte. Das sind fatale und gefährliche Züge, in denen wir momentan leben. Aber es gibt Hoffnungsschimmer, es gibt Leute, die nachdenken. Die jüngere Generation macht mir zum Teil echt Hoffnung, weil die sich nichts mehr sagen lassen von, ja, von vielen Leuten, was manches schwieriger macht, aber eben die Propaganda von links auch schwieriger macht, weil sie eben auch Sachen wahrnehmen. Ne? Also wenn die Grünen können so viel Sachen in Talkshows sagen, wie sie wollen, die Schüler an der Gesamtschule, die sehen die Probleme. Ja, da kann ein Podcast von einer Lehrerin sagen, ja, ist überhaupt kein Problem, ist alles entspannt an Schulen. Wenn die ihre eigene Realität haben und die Realität ist bei denen schon lange angekommen, dann wissen die ganz genau, wo die Probleme sind und was man machen muss. Wie gesagt, wenn du das jetzt sehr spannend fandest, die Clips spannend fandest, schau gerne aufs Interview. Ist was länger, kann man sich vielleicht beim Spülen oder so anhören. Ich hoffe, das war eine hilfreiche Zusammenfassung für dich, um zu entscheiden, ob du es spannend findest oder nicht. Hut ab an den Moderator und an Peter Hane, war sehr, sehr angenehm zuzuhören. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören, denn das kann tatsächlich teilweise Freude machen, nicht nur, aber teilweise, weil es doch auch sehr entspannt rübergebracht wurde. Und ansonsten ärgere dich nicht zu viel über die aktuelle Regierung, sondern versuch deinen Teil dazu beizutragen, dass Menschen anfangen nachzudenken. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video.